Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und wir nähern uns langsam dem Finale. Hier auch in Korea. Und wir wollen den zweiten Attentäter noch finden und ausschalten. Ach, da landet er auch direkt. Es ist auch wieder so ein Bot. Dann ist er einfach zu töten. So, Jungs, ich muss mal hier durch. Also, geht ganz schnell. Ich räume mal hier auf. Ui, ich glaube, die wissen davon nichts. So, die sind so, oh, ja, gechillt. Mal hier bei meinem Kopf ein bisschen lauter. Da ist er erledigt. Jesse, alles okay? Die hatten einen Anfall. Ah, das Begrüßungskomitee. Es gibt Tage, da kann man einfach nicht heimlich auf einem Planeten landen, nicht mal auf einer geheimen Landebahn. Man hat euch abgerufen. Ich bin der Schüler von Darth Barras. Er hat euren Auftrag zurückgezogen. So, so. Nein, das seid ihr nicht. Und nein, das hat er nicht. Oh, ich weiß, wer ihr seid. Und woher weißt der du das? Schüler, von dem Darth Barras denkt, er habe ihn umgebracht. Köstlich. Ich habe eure Abenteuer überall in der Galaxis verfolgt. Ihr seid ja, sowas klar. Wie mein persönlicher Held. Was ist denn das für eine Taktik? Ihr wollt mich ablenken? Das funktioniert nicht. Nein, ich meine es ganz ernst. Ihr seid für mich fast eine Obsession. Ich hörte von euch, als ihr auf Dromund Kaas Lord Gratans Sohn getötet habt. Drei verschiedene Sith hatten mir aufgetragen, das zu tun. Ihr habt Nomen Kaa und Admiral Monk und den Kriegsbund und unzählige Jedi ausgeschaltet. Richtig gute Arbeit. Es reicht jetzt. Hört auf mit der Schmeichelei. Geht jetzt oder sterbt. Verzeiht mein Gerede. Ich wollte nur, dass ihr wisst, was ich fühle, bevor ich euch töte. Ich habe mir diesen du bist Kampf immer noch so dumm. Ausgemalt. Und ich weiß genug von euch, um eure Schwachstellen zu kennen. Ich zeige euch, was ich meine. Na los, greif mich doch an mit deinem Mini-Blaster. Ach, das wird heute nichts. Ja, leg dich niemals mit mir an. Wie gesagt, ich habe tausende Jedi schon getötet. Ja, okay, so viele jetzt auch nicht. Aber es werden immer mehr. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch einen Flashpoint. Irgendwie hätte ich darauf noch mal Lust, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es zu lange wird. Weil diese Flashpoints, die brauchen echt lange. Müssen wir dann mal gucken, was wir dann nach der Story dann machen. Ich werde aber nächstes Jahr dann die Jedi-Story machen. So, auch jetzt müssen wir noch einen machen. Okay. Das zieht sich ja mal wieder. So, wo ist er denn? Der ist hier unten direkt, also bis gleich. Gut, dann jagen wir noch den dritten im Bunde. Das wird auch nicht schwer. Dann hier schnell auf den Aufzug rein. Und dann müsste er gleich hier stehen. Hä? Wo ist er? He is not here. Oh, aber jemand ruft mich an gerade. Tlalalala. So. Ja, hallo. Ich markiere eure Position. Die dritte der drei geheimen Landebahnen. Euer drittes Ziel ist eher angekommen als erwartet. Ich bin Diener 11 der Hand. Ich sollte euch kontaktieren. Folgt ihr den Attentäter? Ich werde den dritten Attentäter zur Strecke bringen. Wo steckt er denn? Ich habe seine Landung verfolgt. Danach habe ich ihn aus dem Blickfeld verloren. Aber mein Hauptziel wurde erreicht. Ich habe Darth Vorans geheimes Hauptquartier ausfindig gemacht. Koordinaten werden hochgeladen. Er operiert von feindlichem Gebiet aus. Es ist ein großer Turm im Herzen der Gründungsinsel. Die Republik hat dort alles unter Kontrolle. Erstaunlich. Erklärt mir das sofort. Was ist denn daran so erstaunlich? Es ist der letzte Ort, an dem Barras ihn suchen würde. Vorran führt Krieg direkt vor der Nase der Republik. Seine Aktivitäten müssen als Operation der Republik getarnt sein. Aber wenn ich ihn finden kann, dürfte das Barras drittem Attentäter auch gelingen. Ein Moment. Ja. Ich werde es weitergeben. 11 Ende. Diener 2 hat zu mir gesprochen. Er meint, ihr sollt euch auf Misstrauen gefasst machen. Ich bin auf alles gefasst. Keine Sorge, Dienerin. Ich werde mit allem fertig, was mich in diesem angeblichen Hauptquartier der Republik erwartet.
Ihr seid der Zorn des Imperators. Meine Mission ist beendet. Man ruft mich zurück. Die Hand hofft, dass ihr Wolverine findet, bevor der Attentäter zuschlägt. Und der Zorn hofft auf Wiedersehen. Reise zum besetzten Handelsratturm. Gut, leider haben wir es verpasst, die Chance, den Attentäter zu kriegen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nicht zu früh kommt. Dass es nicht zu spät kommt. So rum. Okay, wo ist denn der Turm überhaupt? Dafür müssen wir woanders hin. Wahrscheinlich auf irgendeiner von diesen Inseln. Tal der Arbeit, Axialpark und Regierungsbezirk. Ihr seht, wie heißt dieser Planet nochmal? Korea ist wirklich noch riesig. Also das so riesig, dass man hier die ganze Zeit sich rumteleportieren muss. Deswegen werden wir uns gleich wiedersehen. Mögt euch die Macht mit euch sein. Zerstöre den Schildgenerator im Norden und den Schildgenerator im Süden. Ah ja. Gut, also ich bin jetzt hier unten gereist. Mal gucken, was hier los ist. Okay, kann ich mir hier durchschleichen wieder? Sneaky Peaky. Ich hätte wohl doch lieber die Inquisitor-Quest machen sollen, weil dann hätte ich die Unsichtbar-Fähigkeit benutzen können. Genau, dann wäre sowas nämlich nicht passiert. Ja, wir haben nämlich jetzt hier einen Kriegskonflikt, weil wir gegen drei Parteien kämpfen. Oder nein, eher gesagt, drei Parteien kämpfen gegeneinander. Wir kämpfen nur gegen zwei. Nämlich dem bösen Imperium und natürlich der Republik. Und wir wollen natürlich Wolverine beschützen. Also das gute Imperium, wenn man so sagen kann. Bist du fertig, Jessa? Ah, du musst noch lernen. Lerne. Und den gehen wir schön aus dem Weg. So muss das sein. Oh Gott. Ah, verdammt nochmal. Da bin ich wohl einen Schritt zu früh gelaufen. Ein Schritt zu weit. Das geht aber wieder gar nicht. Boah, irgendwie bin ich echt froh, mal so eine andere Geschichte als die, die man ja in den Filmen und Serien gesehen hat von Star Wars. Weil das ist wirklich was ganz anderes. Das ist ja die Vorgeschichte 2400 Jahre vor den eigentlichen Filmen. Und es ist so schön mal zu sehen, wie das alles hier aussieht. Und es macht wirklich Spaß, diese Story die ganze Zeit sich anzugucken. Zwar das Kampfsystem nervt mich immer noch, weil es ist halt wirklich ein ganze Zeit Button-Gesmashe. Aber irgendwie passt es auch zu dem Spiel. Weil die können jetzt nicht ein normales Rollenspiel machen. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich das gleiche. So, Ego-Perspektive auch nicht. Sie haben halt so gut wie möglich versucht, das wie bei Knights of the Fallen. Nee, nicht Knights of the Republic, so heißt es, zu machen. Oh, guck mal hier, der Dicke, Alter. Der kann sich auch nicht aus dem Weg zerren. Jetzt geh doch mal weg hier. Und ich bin auch langsam fast Level 50. Aber das dauert noch. Stimmt, XP-Token muss ich auch noch aktivieren. Da. Ne, ist ein Tapferkeits... Achso, ne, nur ein Tapferkeitsschub. Was auch ein Tapferkeitsschub ist. Okay, dann nur noch den beim Norden. Kann ich hier einfach auf der Bank und dann hier hoch? Ach, come on! Als ob du das jetzt nicht geschafft hast. Kann ich hier ein Tierchen benutzen? Nein, kein Haustier. Schade. So, da wieder durchzukommen, das wird haarig. Einfach da auf die Bank und dann da rüber.
Das schaffen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ach, come on. Mann, das nervt. Ich, der immer alle Kämpfe aus dem Weg geht. Bin ich da nicht freundlich, wenn ich alle aus dem Weg gehe? Aber ich glaube, die mögen das nicht. So, zum Glück. So, hier und dann... Oh, du musst doch nur springen. Jetzt. Easy. Hey, ich war 100 Meter weiter von denen entfernt und trotzdem können die mich sehen. Oder, hä? Das macht ja nicht mal Sinn. So, warte, wir müssen eigentlich nur ein paar Meter von denen weggehen. Verpisst euch doch. Jessa, kannst du dich nicht beeilen? Warte, vielleicht geht das. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab gecheatet. Oh mein Gott, ich bin so gut. Nennt mich Cheater, aber dafür habe ich es auch richtig gemacht. So geht man den Gegnern aus dem Weg. Hier wird es schwer, aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht. Ah, wieder mal rumsprühen. Ja, komm doch her. Ja, komm doch. Na, was ist los? Ja, jetzt hast du Angst, ne? Jetzt bist du tot. Pech gehabt. Was für Luschen. Buchs ich hier weg mit meinem Laserschwert. Eigentlich könnten wir direkt hier den Kopf abhacken. Aber so einfach geht das hier nicht. Finde ich schade. Einfach alle Fähigkeiten benutzen und so schnell geht's. Gut. Den können wir auch aus dem Weg gehen. Oh mein Gott, wirklich? Na, zum Glück ist er nicht Gold. Ich darf nicht eins verfrieren. Jawohl. Jawohl. Bam. Betritt den besetzten Handelsratturm. Ja, der von der Republik geführt wird. Oh, ein Kollege oder eine Kollegin. Oder wer bist du? Ah, kann ich nicht. Ich kann es nicht sagen, weil man kann ihr Gesicht nicht sehen. Er ist aber nicht so schlimm. So. Ich bin nur noch aus dem Weg gegangen. Ach, Junge. Mann, Jessa, kannst du bitte das übernehmen? Ich geh mal wieder auf den Sack. Komm, mach hin, Jessa. Wie dir da unten kämpft. Was ist, wenn ich jetzt den... Ja, helf mal Jessa, bitte. Was, wenn ich den Dingens jetzt einfach wegmache, den Gefährten. Ich glaube, ich muss... Nee, ich muss hindrücken. Ich will rein jetzt hier, hallo. Jessa, mach doch mal hin. Okay, den hat sie besiegt. Da noch einer, kommt Jessa. Jawohl. Beliebende Kraft macht sie jetzt. Als ob die so eine Ewigkeit dafür braucht. Ja, ja, ja. Nur noch so ein bisschen. Komm. Ja. Ja, du schaffst das. Jawohl. Ein Hoch auf Jessa.
Ich wusste doch, sie ist gut. Okay, was ist hier los? Habt ihr euch verlaufen, Sith? Dieser Unternehmenskomplex steht auf Seiten der Republik. Ich weiß, dass ihr ein Imperialer seid. Lasst gut sein. Wir sind auf derselben Seite. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Das Unternehmenskonsortium hat Kameras wirklich für so jeder dumm? Einzelnen Firma. Wir werden ständig von den Feinden des Imperiums überwacht, auch jetzt. Wenn hier ein Sith hereinspaziert, stößt er deshalb auf Widerstand. Also müssen wir euch leider umbringen. Ganz wie ihr wollt. Dann sterbt ihr jetzt. Alarm auslösen! Gut, wie ihr wollt. Ah, shit. So wollte ich meinen Auftritt eigentlich nicht haben. Okay, Captain Garrett. Wie Sie es wollen. Genug herumgehangen. Ihr geht mir aus dem Weg. Na. Zack, 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 zack. Sing, sing, so, Garrett ist tot. Oh, er hat was Goldenes gedroppt. Captain Garretts Zugangscode. Nice. Deaktiviere das Kraftfeld. Okay. Klick, 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 klick. Finde Rovrons Gemach. Ist es nicht Gemächer? Ja? Und nicht Gemach. Barras tödlichster Schüler hat uns also aufgespürt. Ach, mein Meister wusste von der dritten Attentäter. Euch Bescheid. Ach, wirklich? Bitte klärt mich auf. Wovron kann Barras Intrigen auf einer Entfernung von 1000 Lichtjahren wittern. Er weiß, dass der Bruch zwischen euch und eurem Meister nur vorgetäuscht ist. Sorgfältig inszeniert, damit ihr euch ihm nähern und dann zuschlagen könnt. Jetzt halt mal einfach die Klappe. Vormachen. Warum soll ich meine Zeit damit verschwenden, einen Untergebenen zu überzeugen? Sterbt, Mörder. Gott. Weil das Gegenteil sagt, jetzt darfst du sterben. Oh. Ach übrigens, Leute, heute ist der erste Event. Wollte nur mal sagen. Plötzlich das kam. So, komm. Dich würde ich auch noch aus dem Weg schaffen. Das ist ja der dritte Attentäter. Und der dritte Attentäter ist eigentlich auch recht einfach. Hör auf mich zu erwürgen, bitte. Gut. Oh, der hat einen geilen Helm gedroppt. Warte. Design. Und sieht er nicht. Soll ich den Helm wieder rausmachen und dann wieder reinmachen? Passiert nichts. Okay. Dann nehmen wir einfach mal ein anderes Outfit. Und zwar das hier, oder? Wechseln nochmal. Dann nehmen wir den Helm. Nee, war andersrum. So. Zack. So schnell stirbt man nicht. Und dann. Zack. Ah, boah. Ich weiß ja nicht, ob das so gut aussieht. Ich würde es halt gerne hier machen, aber hier ist es irgendwie verbuggt. So, erst mit 280 kann ich mir das holen. Hm. Ja, hier sieht das halt nicht so geil aus. Wie sieht es hier aus? Hier ist es auch verbuggt. Ja, dann machen wir es hier. Farbe vereinfachen. Geht nicht. So. Ah, okay, das Outfit ist in Ordnung. Es ist okay. Aber jetzt auch nicht perfekt. Gut, wir sind drin. Boah, wir müssen noch hoch ins Penthouse. Dann sind wir wirklich drin. Dann sehen wir hoffentlich auch noch Wovron. Ich habe nur von den Typen gehört, aber noch nicht ihn gesehen. Wo ist Darth Wovron? Das werdet ihr niemals erfahren, Abschaum.
Ihr habt Lord Harish überwältigt, aber uns drei auf einmal könnt ihr nicht besiegen. Halt, Lord Cat! Lasst es gut sein! Ja, Vorbron! Mein Lord, zieht euch in den Schatten zurück. Wir kümmern uns um diesen Eindringling. Ihr könntet zu 10 sein und würdet dennoch scheitern. Verlasst uns! Sie können ruhig bleiben. Mir ist egal, ob Sie dabei sind. Verschont sie! Sie stellen für euch und euren Meister keine Bedrohung dar. Ich muss euch Beifall zollen. Richtet eurem Meister meine Glückwünsche aus. Das hat er sich klug ausgedacht. Ihr könnt mich jetzt töten. Ich bitte euch nur, dass ihr mir die Erniedrigung erspart, geköpft zu werden. Aber ich bin euer Verbündeter. Warum sollte ich euch töten? Das Letzte, was ich möchte, ist euer Tod. Baras ist nicht mein Meister. Meine Mission besteht darin, ihn zu stürzen. Es hat doch keinen Zweck, diese Lüge noch weiter zu spinnen. Wenn das die Wahrheit ist, werden die Karten neu gemischt. Oh, Granate! Verdammt, was ist da los? Darth Vorfraun? Baras sagt, ihr müsst sterben. Baras schlägt zu! Ein weiterer Attentäter. Ein Kopfgeldattentäter auch noch. Keine Sorge, Vorfraun. Ich beschütze sie. Und ich kann nicht reden. Sie werden in guten Händen sein. Das verspreche ich sie. Ja, selbst dieser Kopfgeldjäger, Junge, der ist auch scheiße. Ich habe auch gehört, dass die Kopfgeld-Story die beste von allen sind. Finde ich nicht so. Warte mal, wie sieht das aus? Das sieht cool aus. Nee, dann will ich das Outfit behalten hier. Das sieht cool aus. Wow! Richtig nice. Passt auch hier zum Feeling von Korea. Ich war dem Attentäter ausgeliefert. Aber ihr habt nicht gezögert, mich zu verteidigen. Ihr habt mich überzeugt. Mehr noch. Ich glaube, dass ihr mit meiner Hilfe Darth Baras besiegen könnt. Das gefällt mir schon besser. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Dann muss ich ein kleines Geständnis machen. Es stimmt, dass ich hier bin, um die wichtigsten Kriegsaktivitäten zu koordinieren, aber ich habe Corellia auch noch aus anderen Gründen gewählt. Hier befinden sich entscheidende Pfeiler der Machtbasis von Baras. Und gemeinsam werden wir sie einreißen. Na, das ist doch perfekt. Ich bin an jeder Gelegenheit interessiert, Baras zu verletzen. Aber er wird weitere Anschläge auf euer Leben ausführen. Ihr müsst auf mein Schiff kommen, damit meine Crew und ich euch beschützen können. Nichts liegt mir ferner, als mich euch zu widersetzen. Mein Schutz hier hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Aber bevor ich gehe, lasst mich euch leiten. Der Großteil des Rats der Sith weiß, dass Baras nicht die wahre Stimme des Imperators ist. Aber die beiden Top-Agenten von Baras zwingen sie, ihn zu unterstützen. Ein Agent behütet Geheimnisse, die er als Druckmittel einsetzt. Der andere führt Jedi-Meister in Kampagnen gegen Sith, die sich ihm widersetzen. Wenn die zwei verschwinden würden... Ja, kriege ich in rundum nichts hin. Mein alter Meister wird allein dastehen. Genau. Seine Unterstützung im Rat wird sich auflösen. Der erste eingeschleuste Agent von Baras gibt sich als Colonel Sengs vom koreanischen Widerstand aus. Seine Festung ist ein Labyrinth aus Geheimgängen. Ihr müsst seine Sicherheitscodes stören. Ich frag mich, wo hat er diese Infos eigentlich? Kann er durch Dutzende von Fluchttunneln entkommen. Was ist die Lösung? Wie störe ich die Sicherheitscodes? Diese Pulsdisruptoren werden alle elektronischen Codeübertragungen ausschalten und effektiv Sengs Geheimgänge verriegeln. Ehrlich gesagt ist er eine wertvolle Quelle. Es ist schade, einen Agenten von seinem Kaliber zu verlieren. Aber er muss sterben, sonst geht das nicht. Für die Diener von Baras gibt es keine Gnade. Vielleicht findet ihr vor Ort eine andere Lösung. Meine verbleibenden Schüler und ich werden uns jetzt auf eurem Schiff melden. Sobald ich euch zu Baras zweiten Agenten führen kann, werde ich das tun. Aber zuerst Colonel Sengs. Wird verstanden, Warfront. Oh, ein Anruf.
Ja? Ich habe hier Darth Vovron für euch. Ich bin jetzt in den Händen eurer Crew. Eine interessante Zusammenstellung. Ihr seid in guten Händen. Und vor allem mit Wette. Meine Leute sind fähig. Keine Sorge. Ich hoffe, ihre Talente werden nicht benötigt. Wenn Sings die Dateien, die er in Gewahrsam hat, nicht aushändigt, dann müsst ihr seine Datenbank zerstören, um sie alle zu vernichten, nachdem ihr ihn getötet habt. Danach kontaktiert mich, aber verlasst zuerst die Anlage. Sie gehört Barras, also ist sie sicher verwanzt. Aber klar doch. Das werde ich aber in einen Cut später machen. Denn die Folge ist auch schon vorbei. Ja. Die Folge ist schon vorbei. Und in der nächsten Folge werden wir die zwei Agenten ausschalten. Denn das ist das letzte Druckmittel, das Barras noch hat. Und wahrscheinlich werden wir dann einen finalen Kampf gegen Barras haben. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Finale. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.